Sind hier Verkäufer anwesend? Menschen mit Kundenkontakt? Geht die Hand schon ein bisschen häufiger hoch. Was hat es mit dem Kundenkontakt so auf sich? Meine persönliche Geschichte, kurz eine kleine Episode aus meinem Leben. Ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her Arzt, also der Doktortitel steht tatsächlich für einen Dr. Med. Und ich hatte von meinem damaligen Job ziemlich die Schnauze voll. Glücklicherweise hat ein Bekannter meiner Eltern einen Nachfolger gesucht für seinen mittelständischen Textilhandel. Meinte, den in mir gefunden zu haben, meinte, Stefan, redest gerne, kannst gut mit Menschen, komm, mach doch bei mir mit, werde da Teilhaber meiner Firma und alles, was wir tun, schöne Dekorationstextilien herstellen, einkaufen, vertreiben in eine schöne Gruppe. Und was ich da das erste Mal machen musste, war tatsächlich aktiv verkaufen. Das war eine Geschichte, die mir vorher als Arzt, zumal in der Uniklinik, nicht wirklich beigebracht worden ist. Wenn ihr wisst, so Ärzte in der Uniklinik, die sagen, Patient, du nimmst das und das Medikament und dann gehen wir wirklich davon aus, dass das funktioniert. Es funktioniert in der Realität allerdings nicht so häufig genauso, wie wir uns das vorstellen. Und ich habe dann einen ziemlich heftigen Weg hinter mich bringen müssen, um zu verstehen, wie Verkaufen wirklich funktioniert. Ich möchte jetzt die beiden Kernmessages aus diesem Weg mit euch teilen. Message Nummer 1, ich vergleiche das Verkaufen, den Verkaufsprozess gerne mit dem Flirten. Wer von euch flirtet denn überhaupt nicht gerne? Also im Prinzip werdet ihr jetzt alle Partner für eine kleine Übung hier. Gegenprobe, wer von euch flirtet gerne? Ja, das Mädchen hier, jawohl, wer flirtet denn noch gerne? Die Dame, darf ich mal? Hi. Schau mal runter. Grüß dich, wollen wir mal kurz eine Übung machen, wir zwei? Ja, hallo. Wie heißt du denn? Petra. Petra, komm mit hoch, Petra. Applaus für Petra! Petra, wie geht's dir denn so? Ja, jetzt wache ich langsam wieder auf. Ich wurde langsam ein bisschen müde, aber jetzt... Ist ein bisschen müde, ja? Es ist schon ein bisschen spät geworden. Pass auf, ich hätte eine Idee. Gehen wir gleich hinterher einen Kaffee trinken, oder? Ja, gern. Können wir machen, ja. Machen wir? Gute Idee. Ja, was dann machen? Schlafe ich die ganze Nacht nicht nach. Die musst du nicht schlafen, Petra. Die Nacht musst du nicht. Wer hätte jetzt von Schlafen geredet? Ich hätte es gedacht, direkt nach dem Kaffee trinken gehen wir, ich weiß nicht, miteinander irgendwie nochmal aus. Erstmal gehen wir Kaffee trinken, dann gucken wir weiter. Warum denn? Wie warum? Ja, ich bin doch jetzt hier. Ja, ist ja okay, gehen wir auch Kaffee trinken. Ja, und danach könnten wir doch gleich mal ein bisschen weiterdenken, oder? So ein bisschen so einen größeren Plan so entwerfen. Du willst einen größeren Plan entwerfen. Na gut. Ich meine, schläfst sowieso nicht, oder? Ja, das stimmt. Also stellen wir uns mal vor, wir gehen zuerst mal Kaffee trinken. Danach gehen wir, sagen wir mal, noch irgendwie Pizza essen. Hier gibt es irgendwie noch so eine Pizzeria. Jetzt gehen wir Kaffee trinken, mehr nicht. Och, Petra, bitte. Hör mal, wir gehen noch was essen hinterher. Ich zahle auch. Ich will dich erst mal ein bisschen kennenlernen, mal gucken, wie du so drauf bist. Und dann super bin ich drauf, ich bin super drauf. Glaub's mir. Ich bin spitze drauf, Petra. Aber jetzt, das kann ich ja merken. Wir gehen einfach mal hypothetisch weiter. Also angenommen, das funktioniert so mit dem Kaffee trinken und hinterher essen gehen. Was machen wir danach? Was schlägst du vor? Na, also ich bin mit meinem Wohnmobil hier. Das steht da gleich draußen. Ach, du bist ja, gehst aber ran. Also ich weiß nicht, ob ich dazu noch Lust habe, weiter mit dir Kaffee zu trinken. Oh. Petra, vielen herzlichen Dank. Das war ganz toll. Bitte schön, Dank. Deinen Applaus. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe genau das gemacht, was ich eigentlich nicht tun sollte. Ich habe falsch geflirtet. Ich habe bis zu einem gewissen Punkt habe ich das richtig gemacht und irgendwann mal bin ich im Kopf in so eine andere Richtung eingeschlagen. Und das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Ich nenne es die 5 Stufen der Nähe. Und zwar beginnen wir mal mit dem Flirtprozess. Flirten ist etwas, was in Stufen vonstatten geht. Nähe Stufe Nummer 1 ist die Nähestufe der gesellschaftlichen Nähe. Gesellschaftliche Nähe ist, wir sind jetzt alle miteinander in gesellschaftlichen Nähe, richtig? Alles klar? Alle gemeinsam bei einer Veranstaltung. Jetzt, wenn man sich kennenlernt, geht man in Stufe Nummer 2, das ist die Phase der persönlichen Nähe. Petra, Stefan, Stefan, Petra, persönliche Nähe. Wenn man sich es gut versteht, dann kann man übergehen in die Phase Nummer 3, das ist die Phase der vertrauten Nähe. Petra, Stefan gehen Kaffee trinken und möglicherweise mehr. Wenn man sich hier gut versteht, kann man übergehen in die Phase Nummer 4, das ist die Phase der zärtlichen Nähe. Und wenn man sich hier gut versteht, geht man über in die Phase Nummer 5, das ist die Phase der intimen Nähe. Die Profis sagen dazu, das ist die Abschlussphase. Und jetzt gibt es einen relativ simplen Trick, um in dieser Phase Nummer 5 anzukommen. Der Trick lautet: A. Du musst alle Phasen durchlaufen.
Und B, du musst die Phasen in der richtigen Reihenfolge durchlaufen. Vielleicht kennen das die Mädels. Irgendwie schon mal ausgegangen, seht euch einen Typ, der guckt euch irgendwie an, hat so einen Speichelfaden im Mundwinkel. Und ihr wisst genau, der ist mental schon bei Stufe 5. Und es ist dann meistens so der Moment, wo man sagt, nee, also das mit dem Flirten, das funktioniert nicht so. Und was ist jetzt eigentlich der Trick? Der Trick ist relativ simpel, das hat die Petra gerade wunderbar vorgemacht. Ich kriege von Phase zu Phase, kriege ich von meinem Gegenüber Signale. Darf ich in die nächste Stufe übergehen oder darf ich nicht in die nächste Stufe übergehen? Und nenne das mal Ja-Signale. Also angenommen, ich frage, wer möchte hier flirten oder wer kann hier flirten? Petra sagt, hallo, ich mach das. Dann ist das ein Ja-Signal. Also wenn ich runtergehe zu ihr und sage, hey Petra, hast du Lust? Und sie macht mit, dann ist das irgendwie einkalkuliert. Wenn ich sage, hallo Stefan, hallo Petra, magst hier hochkommen, ist ein Ja-Signal. Gehen wir weiter. Nächste Phase, wir können möglicherweise übergehen von der Phase von der persönlichen Nähe zur vertrauten Nähe, gehen wir miteinander ein Käffchen trinken. Sie macht noch mit. Und dann passiert was Interessantes. Ich sage irgendwann mal, Petra, und danach sagt Petra, Moment, jetzt mal nicht. Was ist das Dümmste, was ich jetzt machen kann? Weitergehen, drängeln. Kennt ihr das? Dann wird es plötzlich aufdringlich. Und das ist letztlich der ganze Trick beim Thema Verkaufen, also was ich machen muss, ich muss gucken, dass ich Stufe für Stufe meinen Gegenüber dahin bekomme, dass der mich irgendwie mag, beziehungsweise wenn ich es ein bisschen richtiger formuliere, dass wir einander verstehen und dass ich merke, ich habe was für ihn oder er, dass er merkt, ich habe was für ihn, was er auch wirklich relevant findet für mich. Und das ist beim Flirten relativ simpel. Diese kleinen Signale, also Kopf schütteln, schweigen, nein. Ablehnung, nein. Und im Prinzip gibt es diesen alten Spruch wie damals in der Schule, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, genau. Und es ist mein ganzer Trick, einfach nur auf diesen verschiedenen Stufen festzustellen, kommt ein Ja-Signal. Wenn ein Ja-Signal geht, dann komme ich weiter. Ja, das ist wichtig, okay? Also wenn ein Ja-Signal geht, bitte geht in die nächste Stufe. Also wenn Petra sagt, ja, ja, und Kaffee trinken und Pizza essen, ja, super, klasse, prima, da können wir relativ schnell zum Abschluss kommen. Dann kann es sein, dass unterwegs irgendwann mal so dieser Verkaufsprozess ein bisschen stockt. Was sollte ich jetzt tun? Es könnte ein vielleicht sein. Also ich muss nochmal anpieksen und sagen, Achtung Petra, meinst du das ernst? Ja? Liebe Flirtpartnerin, meinst du das ernst? Ist das wirklich ein Nein oder ist es nur irgendwas? Wenn sie dann nochmal Nein sagt, was sollte ich auf keinen Fall machen? Weiterdrücken. Weil was passiert, wenn ich weiterdrücke in die nächste Stufe? Dann geht sie einen Schritt zurück. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Verlust eingefahren. Ich möchte eigentlich runter und das nächste Mal, wenn sie mich sieht, sagt sie, oh Gott, dieser aufdringliche Arsch wieder, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Wrong turn. Übertragen wir mal das auf das Thema Verkaufen, weil beim Verkaufen funktioniert es relativ simpel, relativ ähnlich. Wir haben die Stufe Nummer 1, die Phase der gesellschaftlichen Nähe, die können wir mal überschreiten in, sagen wir Marketing oder Marke. All das, was man über sie und ihre Firma irgendwie weiß. Das ist das, was die Leute schon unbewusst haben. Bevor die mit ihnen in Kontakt treten, kennen sie sich damit aus. Man weiß, was ist ein BMW, man weiß, was ist ein McDonald's, man weiß, was ist die Kebabbude um die Ecke, man weiß die Klamotten von der und der Firma, man hat das schon so eine Vormeinung. Dann geht man über in die nächste Phase, das ist die Phase, ich nenne es mal die Phase des Erstkontakts. Und der Erstkontakt ist relativ wichtig, weil der Erstkontakt schon darüber entscheidet, ob das, was von hier nach da kommt, hier auch wirklich als angenehm angesehen wird. Also man weiß genau, die Marke am Anfang, angenommen ich gehe zu irgendeiner renommierten Automarke, ich gehe irgendwie da rein und ich habe so einen schluffigen Autoverkäufer, wo ich das Gefühl habe, nee, das passt hier nicht, gehe ich sofort zurück. Wenn es hier funktioniert mit dem Erstkontakt, dann muss man rübergehen in die Phase Nummer 3. Das ist die Phase, ich sage jetzt mal die Bedarfsanalyse. Bedarf, was braucht denn mein Kunde? Wir haben schon viel über Perspektivwechsel gehört heute. Relativ wichtige Phase. Wenn das funktioniert mit dieser Bedarfsevaluation, dann kommen wir so langsam in die Phase der verschiedenen Modalitäten. Man könnte auch sagen, die Verhandlungsphase. Ja? Wenn man sich bei den Modalitäten einig ist, dann geht man über in die Abschlussphase oder jetzt sind sie die Phase der Kundschaft. Und was machen die meisten Leute falsch? Genau wie beim Flirten. Sie sind blind vor Fokussierung auf den Abschluss, aber übersehen, dass dazwischen ein ziemlicher Prozess ist. Wenn ich aber diesen Prozess Schrittchen für Schrittchen laufe, wenn ich den gehe, einen Schritt nach dem anderen, dann spüre ich auf jeder dieser Phasen, okay, es kommt eine Zurückweisung, es kommt eine Ablehnung oder es kommt dieser Schritt, ja, geh weiter. Und jetzt gibt es im Wesentlichen nur zwei Fehler, die ich machen kann. Fehler Nummer 1, es kommt ein Nein-Signal von meinem Gegenüber, ein deutliches Nein-Signal und ich überfahre das.
dann verliere ich den Prozess, weil Kunden heute nicht mehr etwas verkauft bekommen werden wollen. Die Kunden wollen heute eher einkaufen. Wir haben Markttransparenz, wir haben ähnliche Preise, wir haben vergleichbare Produkte, wir haben eine Möglichkeit, uns überall über alles immer wieder zu informieren. Kunden möchten lieber einkaufen, als etwas verkauft zu bekommen. Und Faktor Nummer zwei, was auch ein Fehler ist, wenn vom Gegenüber ein Ja-Signal kommt und ich gehe nicht in den nächsten Schritt. Das ist dann das, was man häufig so beim Einzelhandel beispielsweise sieht. Also wenn Menschen sagen, hallo, ich will hier einkaufen, und man sucht irgendwie einen Berater, einen Verkäufer und da ist keiner. Oder man schreibt eine E-Mail an einen Businesspartner und sagt, hallo, pass auf, ich hätte gerne ein Angebot von dir, so und so, das sind meine Bedürfnisse. Und es kommt nicht zurück, weil der Mitarbeiter vielleicht gerade nicht befugt ist, eine Mail zu schreiben, oder weil man noch irgendwo sich rückversichern muss, weil man noch irgendwelche Probleme im System hat, dass man den Kunden nicht rechtzeitig antwortet. Also letztlich haben wir diese Fälle ja und wir haben die Fälle nein. Und spannend wird es bei den Fällen vielleicht. Also erste Message von euch, für euch. Wenn ihr da unten ankommen wollt, geht die fünf Schritte in aller Ruhe durch. Und jetzt Message Nummer zwei. Was passiert bei einem vielleicht? Wie kann man den Gegenüber dazu bringen, dass er den nächsten Schritt geht? Doch das ist etwas relativ Simples, wenn man einmal darüber nachdenkt, wie Kommunikation eigentlich funktioniert. Ich weiß noch, mein erstes Verkaufsdate mit echten Kunden, was ich damals hatte, war für mich ziemlich eindrücklich. Mein Chef und ich, wir hatten eine Stoffkollektion, schöne Dekorationstextilien und haben uns vorher so klar gemacht, was unsere Favorites in der Kollektion waren. Stoff 1, 2, das waren die beiden absolut schönsten der Kollektion. Wir haben 10 Stoffe dabei gehabt. Wir fuhren zu den Kunden, ein Tag Tour. Erster Kunde, wir breiten die Stoffe aus. Großhandel, wenn hier eingekauft wird, geht eine Riesenmenge. Kilometerweise Textilien. Stoff 1, Stoff 2, 3 bis 10 ausgeteilt. Wir alle so, beide so, wow, und 1 und 2, total schön. Der Kunde guckt sich die ganze Kollektion an und sagt, boah, die sind aber schön. Vor allem der Dreier und der Fünfer. Ich damals Arzt noch in der Denke, ich habe recht, ich weiß, was gut ist für die Menschen. Ich schüttle so den Kopf, ich sage so, Also wir sind ja der Meinung, der Einser und der Zweier, mein Chef, bumm, haut mir in die Rippe, sagt Stefan, heute Klappe halten. Die reden hinterher bei der Autofahrt miteinander. Und er sagte zum Kunden, der Dreier und der Fünfer, super Auswahl. Und ich guckte den an und sagte, was tust du hier? Mensch, Kunden verarschen, das ist doch gar nicht deine wirkliche Meinung. Deswegen sind wir doch nicht beim Kunden, das kann doch aber nicht sein. Und er meinte, Stefan, lass mich reden. Einfach nur, du heute, du guckst nur zu. Der zweite Kunde fand den Vierer und den Siebener gut. Der dritte fand den Sechser und den Neuner gut. Der fünfte fand den Achter und den Zehner. Und das ging den ganzen Tag so weiter. Es gab den ganzen Tag über keinen einzigen Kunden, den Einser und den Zweier gemocht haben, den wir so toll fanden. Am Ende des Tages saß ich im Auto, ich fuhr, mein Chef neben mir. Man konnte die Luft schneiden im Raum. Ich starrte geradeaus, dachte, boah, wo bin ich hier hingeraten? Kunden verarschen, den hässliche Stoffe verkaufen. Ich bin eigentlich für eine ganz andere Sache gemacht auf der Welt. Ich will die Dinge besser machen. Also das hehre, der hehre Anspruch jemandes, der weiß, dass er Qualität verkaufen will. Und mein Chef sitzt neben mir, schmunzelt, guckt mich an, sitzt neben mir, schmunzelt, guckt mich an, schweigt, schweigt, guckt mich an, grinst, schweigt, schmunzelt und so weiter. Und irgendwann mal sagt er den fiesen Satz. Ich werde ihn nie vergessen. Stefan, du bist ja eigentlich ein ganz netter Kerl. Aber wenn du auch ein guter Verkäufer werden willst, dann merk dir jetzt bitte eine Sache. Das ist schön und gut, dass du deine Favorites hast und dass du das besonders toll findest, aber darum geht's nicht. Wenn du ein guter Verkäufer sein willst, dann musst du nur Folgendes merken. Schritt Nummer 1. Stell deinem Kunden Fragen. In unserem Fall, wie findest du das? Schritt Nummer 2. Hör ihm zu, Klammer auf, halt dabei die Fresse, Klammer zu. Und Schritt Nummer 3, am Ende verkaufst du dem Kunden genau das, was er haben will. Und ich dachte, was? Ich meine, das ist ganz einfach. Verkaufen ist Kommunikation. Kommunikation heißt, frag, was dein Gegenüber will, hör ihm zu, verkauf ihm das, was er haben will. Du wirst nie wieder Schwierigkeiten haben, irgendwas zu verkaufen. Und ich dachte, das ist so Wahnsinn, das ist ja der Hammer, wie soll das funktionieren, das ist ja irre. Ich habe es danach getestet, das funktioniert. Das ist einfach nur eine Veränderung der Gesprächsführung.
Ich habe dann irgendwann mal, die Geschichte ging weiter, habe dann irgendwann mich von diesem Job dann wieder gelöst, bin Trainer, Coach geworden. Eine meiner ersten Produkte war das Seminar Nichtraucher in 5 Stunden. Das war damals für uns eine spannende Zeit. Wir haben ein ganz tolles Seminar entwickelt, was es heute immer noch gibt, was ganz viele Menschen trainieren, Trainer trainieren im gesamten deutschsprachigen Raum. Und es funktioniert. Und jetzt haben wir am Anfang ganz viel Marketing gemacht und Werbung gemacht und eine schöne Homepage gemacht. Und ich hatte in der Zwischenzeit dann auch viele Verkaufsbücher gelesen, unter anderem ein Buch über, naja, kennt ihr das, so Elevator-Pitches, wo man so aus der Hüfte schießen soll und seine Produktvorteile so einfach so runterrattern soll, damit der Kunde schnell weiß, was da Sache ist. Und ich weiß noch, das war damals so, wir haben Marketingaktionen gemacht, saßen im Büro, die Kunden riefen an, der Kunde Nummer 1 und nach dem Motto, ich so, Friedrich, nicht rauchen in 5 Stunden, bin ich hier bei den Nichtraucherseminaren. Und jetzt, Achtung, Elevator-Pitch, habe ich es mir so ausgedacht. Jawohl, hier sind Sie richtig, Nichtraucher in 5 Stunden. Wir machen ein kognitiv verhaltenstherapeutisch orientiertes Kurzzeitseminar von nur 5 Stunden Dauer. In nur 5 Blöcken werden Sie die relevanten Aspekte des Rauchens lernen. Nummer 1, wie funktioniert das Rauchen motivatorisch? Nummer 2, wie biologisch? Wie Nummer 3, psychologisch? Was funktioniert in der Tabakindustrie? Wie tickt die an? Block Nummer 4, wie können Sie mit dem Rauchen aufhören, ohne an Gewicht zuzunehmen? Wir machen in den 5 Blöcken Zigarettenpausen. Da können Sie also ruhig Ihre Zigaretten mitnehmen. Wenn Sie bei deren, der in der Krankenkasse sind, dann erstatten wir Ihnen die Kosten zurück. Sollte es nicht funktionieren, aber es wird funktionieren, weil unsere Erfolgsquote, was höre ich am anderen Ende der Leitung? Und ich habe das ein paar Mal gemacht und ich stellte irgendwann mal fest, das klappt nicht. Also ich habe ein geiles Produkt, aber ich kriege dieses Produkt irgendwie nicht an den Mann. Und dann habe ich mich so ein bisschen an diese Episoden und an so meine grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Flirten, Verkaufen und Zuhören, Verkaufen erinnert. Und dann liefen die nächsten Gespräche ungefähr so ab. Kunde ruft an, klingelingeling, Friedrich, Nichtraucher in 5 Stunden, bin ich hier richtig bei den Nichtraucherseminaren? Sie möchten also mit dem Rauchen aufhören. Wenn das geht. Dass das nicht geht, das hätte ich mir gut vorstellen können. Also ich habe damals auch 13 Jahre geraucht wie ein Schlot und ich hätte es mir auch nicht vorstellen können. Ach, Sie haben auch mal geraucht? Ja, ja. Ja, wie viel denn? Ja, so am Ende bist du 40 Zigaretten am Tag. Und Sie rauchen keine mehr? Nein. Seit wann nicht? Ja, seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren? Ja, wie? Keine einzige? Nee, keine einzige. Ja, wie geht das? Na, dafür müssen Sie wissen, wie das Rauchen funktioniert. Dann weiß ich, wie das Rauchen funktioniert. Kippe in den Mund, Zigarette an, reinatmen, ausatmen. So ist das. Nein, wie das Rauchen richtig funktioniert. Also wie das Rauchen zum Beispiel von der Motivation her funktioniert. Oder was die Zigarette mit unseren Nerven macht. Oder wie uns die Zigarettenindustrie manipuliert. Wie die manipuliert uns? Ja, natürlich, die macht hier irgendwas mit uns, dass wir glauben, dass wir weiter rauchen müssen, obwohl wir jederzeit aufhören können. Moment, die machen was mit uns? Ja, was denn genau? Sag ich, ja, das erfahren Sie beim Seminar. Und dafür muss ich da in das Seminar gehen. Passen Sie mal auf, ich würde da ja kommen, das klingt spannend, aber wissen Sie was, ich habe in meinem Leben noch nie 5 Stunden am Stück nicht geraucht. Kein Problem, deswegen machen wir Zigarettenpausen. Was machen Sie? Sie machen Zigarettenpausen? Wir machen Zigarettenpausen? Ja, Sie glauben doch nicht, dass Sie einen Raucher ins Seminar bekämen, wenn er dabei nicht rauchen dürfte. Ja, da haben Sie recht, da haben Sie recht. Das ist völlig klar. Aber wissen Sie, ich habe nur ein Problem. Meine Frau hat gesagt, wenn ich im Rauchen aufhöre, dann werde ich fett. Stimmt das denn? Sag ich, kann ich mir gut vorstellen, dass Sie da Angst haben. Diese Ängste hatte ich auch. Ich bin total eitel. Aber als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich mit dem richtigen Wissen, wie es geht, 2 Kilo abgenommen. Schatz, hast du gehört? Über 2 Kilo abgenommen. Was muss ich jetzt überhaupt nicht machen? Der Preis ist egal, die Konditionen sind egal, ganz egal, alles ist völlig wurscht, was passiert. Ich habe einfach nur meine Gesprächsführung umgedreht und habe genau das hier Schrittchen für Schrittchen gemacht und habe mein Gegenüber das Gespräch führen gelassen und dabei meine Informationen genau in der Reihenfolge losgeworden, bin sie losgeworden, wie er die Information gebraucht hat. Und das sind meine beiden Tipps, die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Erstens, verkaufen Sie nicht mit dem Ziel, einen Abschluss zu machen. Verkaufen Sie, gehen Sie in ein Verkaufsgespräch mit dem Ziel, von Stufe zu Stufe mehr Nähe zu Ihren Kunden aufzubauen. Wenn das schnell geht, wunderbar, kann sein, dass es sogar sehr schnell geht. Aber Vorsicht, wenn es langsam dauert, wenn es langsam ist, wenn es Schrittchen für Schrittchen geht, verzweifeln Sie nicht, es geht nicht anders. Und Gedanke Nummer 2, wechseln Sie die Perspektive. Es geht nicht darum, dass Sie etwas verkaufen, es geht darum, dass Ihr Kunde einkauft. In diesem Sinne, gute Geschäfte. Dankeschön.